diese Roboterdame hat auch die nochmal den Vorteil, dass die kann ich auch umarmen. Die kann ich auch in jetzigen Corona-Zeiten umarmen. Das tut ja keinem weh, ne? Das ist. Und mit ihr kann ich mich dann auch unterhalten. Und so bringe ich natürlich den Leuten irgendwie näher, was diese digitalen Hilfsmittel alles können. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Dr. Gerd Wirz ist Moderator, Keynote-Speaker, Coach und Digital Health Educator. Gerd Wirth hat sich der nachhaltigen Kommunikation verschrieben, mit umfangreicher Expertise und naturwissenschaftlichem Studium im Gepäck. Dabei profitiert er von seiner langjährigen Erfahrung im Management der pharmazeutischen Industrie und seiner selbstständigen Tätigkeit als Kommunikationsberater. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast. Ich habe heute Dr. Gerd Wirth, den ich gerade kurz offiziell anmoderiert habe, vorgestellt habe im Interview. Es war ein sehr spannendes Interview, weil Gerd als Moderator, Keynote-Speaker unterwegs ist und auf den Bühnen steht und Menschen das Thema Kommunikation zwischen Arzt und Patient, aber auch im Rahmen von Digitalisierungsprozessen nahebringt. Und wir haben ja eine gute Dreiviertelstunde geplaudert und haben festgestellt, dass es sehr viele Parallelen gibt zwischen seiner Moderation, seinen Keynotes und dem Ansinnen von uns bei Business Talk, nämlich grundsätzlich das Thema Patientenversorgung zu verbessern und dabei auch immer mehr auf digitale Prospekte und Aspekte zu achten. Und ja, er beschreibt sehr ausführlich und vor allen Dingen sehr einfühlsam, was die Digitalisierung für uns alle für Möglichkeiten bietet. Also zum Beispiel ist er mit einem Roboter auf der Bühne und versucht so das Thema KI, künstliche Intelligenz, Algorithmus dahinter und so weiter dem Patienten, dem Arzt weiter nahe zu bringen und diese Hürde zu überwinden und eine Brücke zu schlagen zu diesen digitalen Prozessen und auch Angst zu nehmen zu dieser neuen Welt, die ja viele von uns noch gar nicht so wirklich kennen. Ich würde Ihnen ganz gerne noch mal weiter vorstellen, bevor ich gar nicht lange mehr weiter rumreden möchte, sondern auf das Interview überleiten möchte. In der Healthcare-Welt fühlt sich der Biologe und Chemiker besonders zu Hause, beratend und als Moderator auf großen Veranstaltungsbühnen und Podien, aber auch in kleinen, feinen Runden wie strategischen Workshops, Advisor Boards und als Navigator von Roundtable-Gesprächen. Als Keynote-Speaker ist er ebenfalls sehr gefragt. Eines seiner Top-Themen ist die Medizin der Zukunft, Digitalisierung für mehr Menschlichkeit. In Vorträgen begeisternd und stets mit Überraschungseffekten, im Führen von Interviews einfühlsam und zielorientiert, habe ich gerade auch schon gesagt. Gerd Wirth ist überzeugend, ausgesprochen charmant, locker und spontan. Das kann ich nur beurteilen und ihr werdet das nach diesem Interview im Business Talk Podcast auch so feststellen. Also viel Spaß im neuen Business Talk Podcast mit Dr. Gerd Wirth. Ja, herzlich willkommen zurück für alle zum Business Talk Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders, einen Gast dabei zu haben, der uns mal so ein bisschen in die Welt der Moderation, in die Welt, aber auch der Patientensicht mitnimmt. Und freue mich ganz besonders, Dr. Gerd Wirth heute hier im Business Talk Podcast zu haben. Wir haben uns über ein Forum kennengelernt, Forum Zukunftsmedizin. Und das ist immer spannend, wenn man Menschen vorher gar nicht kannte und über Social Media Portale kennenlernt und dann auch merkt, dass man große Dinge miteinander teilt. Und deshalb haben wir uns spontan hier für diesen Business Talk Podcast entschlossen. Gerd, ich freue mich, dass du hier bist heute. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Wir steigen einfach mal ein mit meiner berühmten Einstiegsfrage. Wer ist Dr. Gerd Wirth? Was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten? Gerd Wirth ist von der Ausbildung her Naturwissenschaftler. Ich habe in Neurophysiologie promoviert und wollte irgendwie nicht im Labor bleiben, weil ich immer so zwischen zwei Welten hin und her gerissen war, zwischen Naturwissenschaften und dem Thema Kommunikation und Moderation. Habe schon als kleiner Junge immer versucht, Radiosendungen zu moderieren, hat aber nie geklappt. Ich wollte keinen Sender haben, also habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich eben Naturwissenschaften. Und dann bin ich nach der Promotion ziemlich schnell in die Pharmaindustrie gegangen,
und habe Marketing in der Pharmaindustrie gemacht. Und da zeigte sich dann auch, dass ich schwer erziehbar war, weil ich immer ständig alles moderiert habe, was mir unter die Finger kam. Von der Betriebsfeier im Glitzeranzug bis zu ärztlichen Fortbildungsveranstaltungen und Kongressen. Und dann habe ich gedacht, das geht auch so nicht weiter, dass du das jetzt noch in den Firmen auslebst. Du musst irgendwas selber machen. Also habe ich mich selbstständig gemacht. Das passte damals eigentlich auch ganz gut in die Zeit, weil das so eine Phase war, in der sich die ärztliche Fortbildung ziemlich gewandelt hat. So zu den, man nannte das ja früher mal so die goldenen Zeiten, da wurde gar nicht so viel Wert auf auf die Form eines Vortrags gelegt, sondern einen Vortrag gehalten, aber das fand in einem schönen Ambiente statt, möglicherweise auch noch in schönen Destinationen. Und dann gab es so einen Ehrenkodex der Pharmaindustrie, das durfte alles nicht mehr sein und man musste sich viel mehr auf die Inhalte konzentrieren. Und habe ich gedacht, Junge, das ist deine Chance und versuch doch, medizinische Inhalte irgendwie anschaulich zu machen. Und so habe ich mich selbstständig gemacht und habe angefangen mit ärztlicher Fortbildung. Habe also ärztliche Fortbildungsveranstaltungen konzipiert, weg von dem klinischen Vortrag hin zum Thema Interview und zum Thema Workshops, sodass wirklich die Inhalte Spaß gemacht haben und man nicht den Leuten, die da hinkamen, auch noch ein schönes Essen geben musste. Ja, und das habe ich, das hat gut geklappt. Ich habe da eine Agentur gegründet. Das hatte den Vorteil, dass die Agentur mich immer automatisch gebucht hat, weil ich war ja der Chef. Und das habe ich 20 Jahre gemacht, habe dann die Agentur gekauft. Und seit 2016 bin ich jetzt ausschließlich freiberuflich Moderator und dabei bin ich nicht nur auf der großen Bühne, also auch, ich mache viele Kongresse, aber auch Workshops, kleine Advisory Boards, Beratungsworkshops, solche Dinge, wo es auch darum geht, Menschen zu einem Ziel zu bringen. Und da ich mich die ganze Zeit praktisch ausschließlich mit Medizin beschäftigt habe und die von allen Facetten kennengelernt habe und gesehen habe, dass wir in Deutschland mit der digitalen Medizin ziemlich hinterher sind, habe ich mich entschlossen, die Medizin so ein bisschen, die digitale Medizin so ein bisschen mehr in die Breite zu bringen. Und so kam es dann zu dem Peking und so stehe ich jetzt auch in den Leuten die digitale Medizin näher und mache ihnen Mut, anzufangen mit der digitalen Medizin. Das ist eine große Aufgabe, weiß ich selber ja auch. Und von daher finde ich sehr schön, dass wir heute die Gelegenheit nutzen, nochmal ein bisschen ausführlicher darüber zu sprechen. Bevor wir nochmal auf das kommen, was du jetzt seit einiger Zeit machst und wie du es auch gerade schon beschrieben hast, du hast ja auch eine große Kundenliste, wenn man sich die mal anguckt. Also du hast gerade von der Pharmaindustrie gesprochen, Roche, Novartis und einige, viele mehr, aber eben auch andere übergreifende Branchen. Ich habe Airbus gefunden, ich habe die Bethmann Bank gefunden, Sparkasse und so weiter. Also du bist schon auch mit den großen Playern unterwegs gewesen. Trotzdem hast du ja dir eine gewisse Nähe bewahrt. Also bewahrt meine ich jetzt nicht im Sinne von, du hast nur mit großen Institutionen oder Firmen zu tun, sondern dir ist auch immer die Sicht Patient, Arzt im Einzelnen wichtig. Also auch gerade bei diesem Thema digitale Medizin. Bevor ich aber darauf komme, habe ich gesagt, würde ich nochmal gerne so ein bisschen ins Private zurück. Du hast gesagt, selbstständig, Unternehmer, Agentur gekauft und so weiter, wieder verkauft, wieder neu orientiert. Ist das etwas, was aus deiner Sicht unternehmerisch wichtig ist? Und das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie schaffst du den Ausgleich, wenn du so viel beruflich unterwegs bist? Also das Unternehmertum, glaube ich, wenn man da einmal Spaß dran gefunden hat, dann möchte man das gerne immer wieder machen, ob das jetzt mit einer großen Firma ist oder alleine. Also ich habe die große Firma gehabt, wir hatten um die 60 Mitarbeiter, was für eine Agentur schon eine Menge ist. Und dann fand ich es auch toll, irgendwann wieder frei zu sein und wieder was Neues aufzubauen, was zwar im gleichen Idee ist, aber schon so in Nuancen anders. Also, insofern würde ich sagen, wer Unternehmer ist, der ist auch irgendwie Pionier und möchte immer wieder gerne was Neues aufbauen und freut sich dann, wenn er auch mal wieder eine neue Herausforderung kriegt. Der private Ausgleich, der ist relativ einfach. Ich habe eine tolle Frau und einen super Hund. Wir haben ein tolles Familienleben. Ich meine, in meinem Beruf kann ich ja auch das Angenehme mit dem Nützlichen verknüpfen. Ich reise viel und reise auch gerne. Und wenn ich dann mal unterwegs bin, bleibe ich dann vielleicht auch mal einen Tag länger und schaue mal Sachen an. Und wenn mal ein bisschen mehr Zeit ist, mache ich auch gerne größere Reisen. Ich bin totaler Bewegungsfanatiker. Also man kriegt mich nicht ruhig gehalten. Ich kann keine Sportart richtig gut, aber dafür mache ich viele. Auch Tennis spielen,
Training, Skilaufen, Wassersport ist, whatever. Ich mache das total gerne. Ich brauche jeden Tag mindestens eine Stunde Sport. Selbst wenn ich unterwegs bin, dann stehe ich halt eben um 5 oder um 5:30 auf und habe die dann ganz früh morgens. Ist das Thema Mindset, also auch das Thema, ja, wie gehe ich an eine Sache ran für dich wichtig und würdest du das auch weiterempfehlen? Also ich lese zum Beispiel gerade ein Buch, das heißt Das perfekte Mindset, deshalb komme ich jetzt auf dieses Thema und du hast es gerade schön beschrieben, auf der einen Seite das Thema Reisen, Bewegung, um auch kreative Dinge tun zu können und ich erlebe das bei mir ja auch ganz oft, dass so in der Pause ganz viel Kreativität entstehen kann, weil man plötzlich mit den Gedanken woanders ist. Also bei mir ist es ähnlich, dass Bewegung auch dazu führt, dass ich entspanne, und dass es eben dann, neue Gedanken gibt. Also ich kann 10 Stunden am Schreibtisch sitzen, und denke mir hinterher, was hast du eigentlich den ganzen Tag gemacht, aber ich gehe eine Stunde laufen und dann kommen plötzlich ganz neue Gedanken. Würdest du das unterstützen, dass sowohl die Anspannung als auch die Entspannung auch im Beruf wichtig ist? Auf jeden Fall. Das geht mir häufig so, wahrscheinlich dir. Ich nehme ja häufig Aufgaben mit in den Sport. Ich lese dann vorher irgendwas, wo ich denke, ah ja, du musst noch eine Konzeption machen. Lese mir noch ein bisschen die Fakten durch und dann denke ich da nicht mehr dran und gehe los und mache Sport. Und irgendwann kommt tatsächlich die Idee bei irgendwas, ja, und dann breche ich das auch vielleicht schnell ins Handy rein, so den Grundgedanken und nehme das dann später auf und kann es ausarbeiten. Also bei der Entspannung kommen mir ganz oft Ideen für Dinge, die ich gerade mache. Und ich briefe mich dann quasi vorher, indem ich dann mich wirklich nur rein von der Definition der Aufgabe damit beschäftige. Und dann lasse ich es einfach sacken. Und irgendwann kommt dann die richtige. Und wenn die beim Sport nicht kommt, dann kommt sie abends beim Wein. Also Wein, Theater und Kino, das sind auch so. Also große Leidenschaften von mir, deswegen leide ich ein bisschen, dass wir nicht ins Kino gehen können. Aber wir haben da jetzt quasi unser Heimkino gemacht in den letzten 8 Wochen und Ja, all die genau. Filme mal geguckt, die man jetzt gucken kann und wo man bisher nicht zugekommen ist. Richtig. Ja, viele gehen ja auch jetzt ins Autokino, habe ich mir sagen lassen. Das ist jetzt auch wieder ganz hip und modern. Aber das ist natürlich deshalb auch so interessant, weil wenn wir jetzt über das Thema Wandel sprechen und Thema Digitalisierung sprechen, ist es ja wichtig, auch offen zu sein für viele Dinge. Also Veränderungen im Bereich von medizinischen Themen heißt ja jetzt nicht nur fachlich, sondern wir haben ja gerade in ganz, ganz vielen Bereichen das Thema Digitalisierung auf dem Plan, unter anderem eben auch in der Medizin. Und da erreichen wir ja da und auch nur dann etwas, wenn wir offen sind für Wandel, für Veränderungen. Und die erreichen wir eben dann, wenn wir den Kopf auch dafür frei haben. Du hast dich ja diesem Thema stark verschrieben. Also ich habe das vorhin ja in der Anmoderation schon gesagt, Moderator, Keynote Speaker, auch Coach, was das angeht, gerade für das Thema Kommunikation, also auch nicht nur im Verständnis reden miteinander, sondern auch, wie erreiche ich Menschen mit einem neuen Thema vielleicht. Und deine Keynotes, die du hältst, gehen eben ganz stark in diese Richtung, wie auch ein Patient vom Arzt aufgenommen das Thema Digitalisierung in der Medizin erfährt. Kannst du vielleicht da einfach mal ein bisschen was zu sagen? Also grundsätzlich glaube ich, dass es wirklich schwer ist zu verändern. Also der Mensch an sich, der möchte sich ja nicht verändern. Also du fühlst dich in deinem Kokon wohl und es ist ja auch so, je mehr du arbeitest, desto weniger es irgendwie läuft und wenn du im Tagesgeschäft eingebunden bist, desto spürst du auch den Drang. Das habe ich auch selber am eigenen Leib erfahren. Das war auch ein Grund, warum ich irgendwann meine Agentur verkauft habe, weil das war eigentlich ein tolles Leben. Ich habe Jobs gehabt, die hat man abgearbeitet. Und irgendwann sitzt du da und merkst, ach, hast du dich eigentlich weiterentwickelt oder hast du das Unternehmen weiterentwickelt, inwiefern? Und das ist mir ab und zu auch mal abgegangen. Und, ich kann mir gut vorstellen, dass das zum Beispiel auch in der Medizin der Fall ist. Wenn gerade Ärzte extrem eingebunden sind und wissen, dass Ärzte immer weniger Zeit haben und immer angestrengter sind, dann hat man einfach wenig Zeit oder ja, die Muße, sich über Weiterentwicklung Gedanken zu machen und möchte Veränderungen, die ja erst einmal auch so einen Schritt zurück bedeuten, weil ich muss ja dann auch Dinge vielleicht mit mehr Aufwand betreiben, dass man solche Sachen erstmal zurückstellt. Und das ist sicher ein wichtiger Teil der Dinge, die ich vermitteln will, dass es einfach wichtig ist, sich dieser Zeit mal zu widmen und dass man aufpassen muss, gerade in der heutigen Zeit, wo die Entwicklungen eigentlich immer schneller gehen, dass man irgendwann die Entwicklung hat.
Jetzt hat man ja bei dem Thema Veränderung, wenn man, du hast gerade selber gesagt, also aus diesem Thema Komfortzone raus, weil man, es gibt einen Wandel, da hat man oft auch Angst vor, es passiert etwas, was man nicht so gut kennt. Und wenn man etwas nicht so gut kennt, ist man immer eher zurückhaltend. Und so ist natürlich auch sowohl der Arzt als auch der Patient. Wenn wir jetzt mal aber überlegen, was bringt uns das Thema Digitalisierung in der Medizin an positiven Aspekten? Was würdest du sagen, was ist so aus deiner Sicht der Aspekt, der uns in Zukunft über die Digitalisierung mehr erreichen wird? Von der aktuellen Lage her bin ich der festen Überzeugung, dass die Medizin menschlicher wird durch Digitalisierung. Das ist ja schon mal interessant. Das sollte man ja gar nicht meinen in dem Moment. Erzähl das, erklär das doch mal. Naja, also es gibt ja Statistiken, wenn du jetzt zum Arzt gehst, hat der Hausarzt für dich durchschnittlich 7 Minuten Zeit. Man muss sich also überlegen, ob man den Arzt begrüßt, wenn man da hingeht, weil das einfach schon ein Großteil der Behandlungszeit ist. In den 70er Jahren, glaube ich, ist ja schon eine Weile, hatte der Arzt durchschnittlich 45 Minuten Zeit. Und vorstelle, dass wir es schaffen könnten, dem Arzt viele Routinearbeiten abzunehmen durch künstliche Intelligenz. Also denken wir mal daran, warum könnte nicht so eine Grundanamnese im Wartezimmer gemacht werden? Ja, so ein Patient bekommt ein iPad in die Hand oder auch mit Hilfe der Arzthelferin. Und wenn der Patient zum Arzt reingeht, hat er schon eine gewisse Ahnung, na, über welches Körperteil reden wir denn? Oder über welche Grunderkrankung reden wir? Und hat damit schon mal viel Zeit vorab gespart. Und hin zu den Themen wie telemedizinische Betreuung über die Sprechstunde hinaus. Telemedizin hat ja gerade einen irren Aufschwung erlebt durch Corona, weil man sagt, ne, mit der Videosprechstunde kann ich einfach den direkten Kontakt vermeiden. Aber die Videosprechstunde ist ja nur ein kleiner Teil der Telemedizin. Wenn man sich vorstellt, dass man einen Patienten in seiner Krankheit, gerade bei chronischen Erkrankungen, während der gesamten Krankheit begleiten kann mit telemedizinischen Maßnahmen, mit Monitoren, mit Körpersensoren und so weiter, spürt der Patient eigentlich ständig die Nähe zum Arzt. Und er kann auch, wenn irgendwas jetzt aus der Reihe tanzt, also ein kardiologischer Patient, der plötzlich Rhythmusstörung bekommt, das bekommt der Arzt auf den Monitor und kann sofort reagieren. Und das schafft mehr Nähe zum Arzt. Der Patient fühlt sich einfach besser behandelt, weil er sich ständig vom Arzt umsorgt, der Arzt das leisten kann, ohne selber mehr Zeit da rein zu investieren. Jetzt haben wir ja, wir sind ja so ein bisschen gespalten. Gespalten ist jetzt falsch, aber wir sind ja so ein bisschen getrennt. Auf der einen Seite die junge Generation, die jetzt kommt und sagt: Ja, wir sind mit diesem Thema Digitalisierung, mit digitalen Prozessen aufgewachsen. Wir können uns da reindenken. Wir haben Dinge mit auf den Weg bekommen, vielleicht in der Uni oder vielleicht eine Ausbildung schon. Dann gibt es die Generation, die jetzt vielleicht schon ein bisschen älter ist und die natürlich auch, wir haben es gerade schon gesagt, Sorge haben vor dem, was passiert da. Jetzt überlege ich gerade, ich bin, ja, meine Mutter ist Anfang 80, die ist sie schon Anfang 80, nicht, dass ich jetzt hier was Falsches sage, doch, doch, sie ist Anfang Aufpassen, 80. wenn ich zuhöre. Ja, genau. Nein, es ist alles richtig so, was ich sage. Und naja, die ist jetzt tatsächlich auch eine Patientin und ihr Mediziner sagte jetzt, Frau Neumann, jetzt schauen wir doch mal, ob wir das über eine digitale App, die jetzt im Rahmen der neuen Gesetzgebung ja verschrieben werden können, ob wir das mit über diese App steuern können. Da weiß ich oder würde ich vermuten, dass meine Mutter eine große Hürde hätte, um diese Dinge umzusetzen, weil sie immer gerne sagt, ich gehe doch gerne lieber zum Arzt, ich gehe gerne lieber zum Mediziner. Wie glaubst du, nehmen Patienten diese Innovationen wahr? Und wie oder hättest du eine Idee, wie wir dieses Thema Umsetzung von digitalen Prozessen für den Patienten verbessern, vereinfachen können? Also das ist ja eins meiner Kernthemen. Ich glaube, dass sich der Digitalisierung viel tut. In Deutschland hat sich gerade in letzter Zeit extrem viel getan, nicht nur durch die Pandemie, sondern auch schon vorher. Wir haben einen sehr aktiven Gesundheitsminister, der viel von dem aufholt, was vielleicht vorher nicht gemacht worden ist. Aber wenn ich die Diskussionen verfolge, dann finden diese Diskussionen ja eigentlich immer auf einem sehr hohen fachlichen Niveau statt und unter den Fachleuten. Aber die Menschen, Innovation lebt eigentlich nicht von der Technik, sondern sie lebt von der Akzeptanz. Da haben wir meiner Meinung nach extrem viel Aufholbedürfnis. Wir informieren weder die niedergelassenen Ärzte, die es machen müssen, und die ganzen Möglichkeiten, die
Digitalisierung für sie bietet, noch gar nicht kennen und ebenso wenig die Patienten auf breiter Basis in einer für sie verständlichen Sprache. Und ich glaube, da ist extrem viel Aufholbedürfnis, dass Menschen, die jetzt auch noch nicht so digital affin sind, wie zum Beispiel deine Mutter, irgendwie aber durch Aufklärung, ich meine, sie hat dich ja als digitalen Aufklärer, aber dass die durch digitale Aufklärung merken, wie einfach das ist. Also es ist ja auch so, dass die digitalen Anwendungen wirklich immer intuitiver werden. Die Tastatur ist bald per se, weil wir Sprachsteuerung in allem haben, glaube ich, dass man auch älteren Menschen, die jetzt nicht von Kindheit an gelernt haben, mit digitalen Medien umzugehen, dass man denen solche digitalen Medien schmackhaft machen kann. Aber man muss sie darüber informieren. Vor allen Dingen muss man ihnen die Vision zeigen, was denn besser wird. Aber ich mache direkt eine Einschränkung, wenn ich jetzt vielleicht speziell über deine Mutter nachdenke. Ja, du kannst ja nie alle über einen Kamm scheren. Ja. Jeder Mensch ist anders und das ist ja auch gut so. Und wenn es einen Menschen gibt, oder es wird sicherlich mehrere Menschen geben, die sagen, Mensch, die persönliche Betreuung ist mir wichtig, dann sollen die diese persönliche Betreuung ja auch weiter bekommen. Der Arzt, der viel digital macht, jeder Arzt wird in seiner Klientel digital affine haben. Wenn er die mit weniger Zeitaufwand betreuen kann, hat er mehr Zeit für die Menschen, die nicht so digital affin sind und kann sich denen auch widmen. Absolut. Ich denke gerade darüber nach, wir haben ja das digitale Versorgungsgesetz und das digitale Versorgungsgesetz hat ja dafür gesorgt, dass wir jetzt Apps verschreiben können, beziehungsweise dass die Mediziner diese Apps verschreiben können. Alle diese Apps unterliegen ja einer gewissen, ich nenne es jetzt mal Beobachtung. Das heißt, die müssen in einer gewissen Zeit eine gewisse Anwendbarkeit nachweisen können. Also die Ärzte müssen sie verschreiben, die Patienten müssen sie annehmen und nach 12 Monaten gucken wir nochmal, ob das dann tatsächlich in die Regelversorgung überführt wird. Du hast eine sehr schöne Begrifflichkeit benutzt. Jetzt nicht heute hier im Podcast, sondern als ich mich ein bisschen vorbereitet habe auf unser Gespräch, hast du gesagt, es muss eine mehrheitsfähige Innovation sein. Das fand ich sehr schön, weil das im Grunde genau dem entspricht. Also mehrheitsfähig sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite, nämlich beim Patient und beim Arzt. Das ist aus meiner Sicht die größte Herausforderung. Also nicht, ich glaube, dass alles das, was produziert worden ist, was entwickelt worden ist und ja über Jahre jetzt nicht erst über das Thema Corona, sondern auch viel weit vorher gut ist und auch anwendbar ist. Aber wie kriege ich den Arzt dazu und die Helferin dazu, das Thema wirklich an den Mann, an den Patienten, an die Frau zu bringen? Also absolut. Innovationen leben davon, dass sie mehrheitsfähig sind. Wenn die Leute tolle Sachen haben, zur Verfügung haben und sie nutzen sie nicht, werden sie irgendwann nicht mehr produziert. Also ne, alles, was ja auch produziert wird, hat ja auch einen wirtschaftlichen Hintergrund, ganz klar. Und wenn ich das nicht nutze, sind die Produktionskosten zu hoch und dann wird es irgendwann eingestellt. Also insofern müssen wir sehen, dass wir die Dinge nach vorne treiben und auch gucken, sind sie denn auch wirklich mehrheitsfähig? Also funktionieren sie und helfen sie dem Patienten auch? Und das wird sicherlich auch bei den Apps jetzt der Fall sein, dass da viele sich als nicht tragfähig erweisen. Ja. Aber dann sind es eben gute Schrittinnovationen gewesen. Das haben wir ja oft gehabt, ja. Also ich meine, ohne diese ganzen Zwischenschritte von Tablets, die es mal gab und die alle irgendwann völlig nutzlos waren, hätten wir es aber nie zu dem gebracht, was wir jetzt haben. Ne? Diese Schrittinnovationen brauchen wir immer wieder und man merkt dann irgendwie, naja, da funktioniert das ein oder andere doch nicht. Und das inspiriert ja dann wieder Forscher, irgendwo die Dinge zu verbessern und dann Lösungen zu haben, die da herausragend sind. Gerade bei den Apps wissen wir ja auch, dass es gibt ja im Moment schon unglaubliche Zahl von Apps und auch Ärzte, die Sorge haben und sagen, Mensch, jetzt könnte die App den Arzt ersetzen, das hilft uns oder da laufen uns die Patienten weg, weil sie den App benutzen. Es gibt aber genau so gute Studien und Befragungen, die zeigen, dass eine App von einem Patienten erst dann genutzt wird und als hilfreich angesehen wird, wenn sie einem von einem Arzt oder von einer Arzthelferin erklärt wird. Also ich glaube, da gibt es einige wirklich valide Erhebungen, die zeigen, dass ein Patient, der sich irgendwann mal eine App zulegt und das ein paar Mal macht, dann irgendwann findet er die langweilig. Wenn aber ein Arzt ihm sagt, pass auf, hilft dir wirklich und immer wieder mal mit ihm da drauf guckt, dann bleibt er einfach compliant bei dieser App dabei und sie hilft ihm auch bei der Therapie. Ja, absolut.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde, und das war auch mit ein Grund, warum ich mich so gefreut habe auf den Podcast heute, weil das Thema Kommunikation da auch eine Rolle spielt, weil das dein Thema ist und du zum Beispiel über deine Veranstaltung, über deine Keynotes genau das tust. Ich habe vorhin im Einstiegsgespräch ja schon gesagt, fand das sehr schön, dass du ja unter anderem bei deinen Keynotes neben diesem Thema aber diese Angst auch nimmst und das spielerisch umsetzt, praktisch auf der Bühne mit einem Partner oder mit einer Partnerin, lass mich mal so sagen. Und damit natürlich auch so ein bisschen die Sorge nimmst, Mensch, was ist das? Erzähl doch mal, was machst du, wenn du im Bereich der Keynotes auf die Bühne gehst und wie brichst du dieses Eis? Also ich musste eine Partnerin finden, die auf der einen Seite für Zuschauer attraktiv ist, wo sie gerne zugucken, die aber andererseits meine Frau nicht eifersüchtig macht. Und dann habe ich Gloria gefunden. Und Gloria ist ein Avatar. Und sie begleitet mich auf dem Bildschirm und ich kann mit ihr einen richtigen Dialog führen. Und diese Avatare sind ja zum Beispiel auch ein durchaus probates Mittel, was oder in Assistenzen vorkommen kann. Es ist schon mehr oder weniger holprig seit vielen Jahren, aber inzwischen entwickeln sie sich extrem gut und könnten als virtuelle Rezeptionistin arbeiten oder es gibt gerade dieser Avatar, mit dem ich da arbeite, ist in ein Projekt eingebunden, das Patienten unter besonderen Stresssituationen hilft, diese Stresssituationen zu bewältigen. Man kann die also praktisch dann auf seinen Bildschirm holen und die stellt einem dann Fragen. Und wenn man gerade besonders gestresst ist und sie dann sofort, ist das durch Algorithmen logischerweise hinterlegt, gibt einem sofort Hilfen. Ja, und mit dieser Avatarin führe ich dann auf der Bühne ein Gespräch und wir unterhalten uns ein bisschen über das, was sie kann und was sie so macht. Und ich frage sie auch schon mal, was sie in ihrer Freizeit macht, da rückt sie aber nicht mit raus. Und ab und zu habe ich noch eine andere weibliche Begleiterin und die heißt Pepper. Man sieht das gar nicht so, dass sie eine Frau ist, aber sie ist eine Frau und das ist eben ein Roboter, also ein Kommunikationsroboter. Und dem bin ich dann auf der Bühne. Und der hat natürlich, oder diese Roboter-Dame hat auch nochmal den Vorteil, dass die kann ich auch umarmen. Die kann ich auch in jetzigen Corona-Zeiten umarmen. Das tut ja keinem weh. Ne? Und mit ihr kann ich mich dann auch unterhalten. Und so bringe ich natürlich den Leuten irgendwie näher, was diese digitalen Hilfsmittel alles können. Und das ist natürlich, also es ist immer der Hit, mein Vortrag verblasst meistens, wenn ich Pepper dabei habe, weil nach dem Vortrag, wenn dann Zeit ist, in der Kaffeepause oder so, lasse ich dann Pepper einfach draußen ein bisschen mit den Leuten interagieren. Mhm. Pepper interagiert auch, darauf ist sie eben programmiert, durchaus spontan mit Leuten und sie wird ja auch in zum Beispiel in Seniorenwohnheimen eingesetzt, kann in Pausenräumen Leute unterhalten, sie kann die Leute zum Beispiel ganz sinnvoll daran erinnern, dass sie noch ein bisschen was trinken sollten und solche Dinge. Also auch da eine hilfreiche Unterstützung, um mehr Menschlichkeit zum Beispiel auch in der Pflege zu schaffen. Mhm. Weil, wenn wir über die Pflege nachdenken, im Moment ist das ja auch ein Riesen. Unsere Pflegekräfte sind unglaublich überlastet. Im Moment mehr denn je. Ich glaube, 80% der Pflegekräfte sagen, nee, meinen Beruf mache ich nicht bis zur Rente. Mhm. Und wenn dann auch solche Hilfsmittel haben, Pflegeroboter und Kommunikationsroboter, die bei Routinearbeiten unterstützen, haben sie wieder Zeit für die menschliche Betreuung. Mhm. Absolut. Ja, und gerade, ich habe jetzt gerade den Gedanken, dass es gibt ja neben Pepper oder dieser Roboterdame, die du jetzt hast, zum Beispiel auch Robben, ne, die in ähnlicher Art und Weise auch in Pflegeheimen eingesetzt werden, in der Seniorenbetreuung. Es gibt den Ichoball, also die Kommunikationsmittel sind eigentlich sehr, sehr schön. Und gerade, wo gerade diese menschliche Nähe fehlt, weil es eben mit Corona ein bisschen schwierig ist im Moment, können vielleicht diese Hilfsmittel, denen die Pflegekraft nicht ersetzen, aber vielleicht ergänzen und da eine kleine Lücke schließen, die sich vielleicht gerade jetzt in dieser Situation auftut. Aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, die Kommunikation und auch diese Hürde überwinden oder mit Kommunikation diese Hürde überwinden, indem hinterher zum Beispiel das auch zugänglich gemacht wird. Glaubst du, dass das ein gutes Mittel wäre, wenn wir auch
ich nenne es jetzt mal, diesen Gamification-Charakter weiter in die Digitalisierung mehr mit einfügen würden. Also spielerischer mit der Sache umgehen, weil das hat uns im Kindesalter immer schon sehr viel Spaß gemacht und macht uns auch mit zunehmendem Erwachsenenalter Spaß, einfach zu spielen. Jetzt heißt nicht, dass ich in der Telemedizin plötzlich anfange, Punkte dafür zu sammeln oder etwas, dass ich mit dem Joystick irgendwie vor der Videosprechstunde sitzen muss. Aber auch da gäbe es ja Anreize, um spielerisch sowohl Arzt, Mitarbeiter als auch Patient das näher zu bringen. Würdest du sagen, das wäre ein gutes Mittel oder ist das der falsche Einsatz für ein so wichtiges Instrument? Also ich bin ja von der Ausbildung her Neurophysiologe und es ist ganz klar, unser menschliches Gehirn ist nicht aufgebaut, Zahlen, Daten, Fakten zu verarbeiten. Wir sind eben keine Algorithmusmaschine. Unser Hirn hat ganz andere Vorteile, die ein Computer nie haben wird, aus meiner Überzeugung. Deswegen müssen wir nie Angst haben, dass uns Computer ersetzen. Aber wir haben ja quasi so in unserem Hirn, im limbischen System, so einen Pförtner sitzen. Mhm. Dieser Pförtner entscheidet darüber, ob Informationen in unser Großhirn, in unserem Großhirn und in unserem Langzeitgedächtnis eingelagert werden. Und dieser Pförtner reagiert rein emotional. Mhm. Und alles, das predige ich auch seit vielen Jahren bei der ärztlichen Forschung, weil man denkt, Mensch, wir müssen den Leuten Zahlen, Daten, Fakten präsentieren. Aber die Hirnforschung zeigt, präsentierte Zahlen, Daten, Fakten werden einfach nicht so gut erinnert und werden auch nicht so gut akzeptiert wie Geschichten. Und natürlich ein spielerischer Zugang hat für mich nicht nur die Spaßkomponente, natürlich macht es uns allen Spaß, aber es bringt auch einfach mehr. Also insofern bin ich da ganz bei dir und sage, ja, es darf natürlich nie albern sein, aber ein spielerischer Zugang bringt uns immer die Dinge mehr ins Langzeitgedächtnis und es erhöht absolut die Akzeptanz. Mhm. Also ich glaube, dass das vielleicht auch in die Schulung mit einbezogen werden könnte, so etwas. Ne? Wenn ich Mitarbeiter schule, wenn ich Mitarbeiter Anreize gebe, zu sagen, also nicht nur wirtschaftliche Anreize, sondern auch persönliche, um auch Nähe und zum Patienten weiter aufzubauen, den Patienten den Anreiz gebe, Mensch, ich kann selber vielleicht Dinge auch nachvollziehen und freue mich schon auf das nächste telemedizinische Element, wenn ich das mit einsetze. Auch da könnte man sogar ja, was Krankenkassen angeht, Kooperationen herstellen und sagen, bei 5-mal Telemedizin gibt es einmal Präventionskurs umsonst, ich weiß es nicht, irgendetwas, damit ich also einfach fortschreitend das Thema mehr akzeptiere. Vielleicht können wir ja noch ein paar Akzente setzen heute und uns mal was überlegen, wie wir das ja, nach vorne bringen können. Weißt du, das sind ganz große Sachen. Also ich habe letztens eine Schulung gemacht für Apothekerinnen und da habe ich dann auch so eine Wissensüberprüfung mich mehrfach getan und beim ersten Mal, naja, das finde ich jetzt irgendwie nicht so doll. Und dann habe ich irgendwo in der Ecke gesehen, bei dem dritten Kurs, den ich gegeben habe, so ein Behälter mit Gummibärchen. Ja? Und dann habe ich mir die einfach geschnappt, habe die mir vorne ans Pult geholt und habe gesagt, okay, wer die Frage als erster richtig beantwortet, der kriegt jetzt von mir Gummibärchen. Mhm. Die hätten sich auch so nehmen können. Ja, also die standen ja da. Aber dieser Mini-Wettbewerbscharakter, mhm, das war unglaublich. Die haben sich darum gerissen. Und die dachte, nee, ich war die Erste, die richtige Antwort gegeben hat. Oder ich. Also man sieht, mit so unglaublich kleinen und einfachen Mitteln bekommst du die Leute dass sie dir folgen und dass sie auch die Dinge, die man ihnen jetzt versucht näher zu bringen, verinnerlichen. Also da sind unserer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Man muss eben gar nicht so groß denken und sich Sachen ausdenken. Ein weiterer Aspekt fällt mir noch gerade ein, der natürlich auch eine hohe, aus meiner Sicht, Bedeutung hat bei der ganzen Sache, ist ja das Thema Datensammlung. Also wenn ich digitale Prozesse einleite, ich nehme jetzt mal das Thema Vorbereitung des Arztbesuches zum Beispiel im Wartezimmer, du hast es vorhin auch schon gesagt, indem ich vielleicht eine Anamnese-App habe, indem ich vielleicht Dinge vorher vorbereiten kann, bevor ich zum Arztbesuch oder wo ich den Arzt persönlich treffe. Damit gebe ich vielleicht ja auch persönliche Daten weiter, wo ich so denke, ist das jetzt etwas, was ich tatsächlich tun kann oder nicht? Auch wenn wir immer darüber sprechen, dass Daten anonymisiert weitergegeben werden, haben ja viele doch das Problem dahinter, dass es nicht so ist und dass persönliche Daten wirklich weitergegeben werden. Aus meiner Sicht, und ich habe die Geschichte schon häufiger erzählt, deshalb
kann ich Sie ja durchaus nochmal ansprechen. Ich habe 3 Kinder. Mein kleinster Sohn ist Diabetes Typ 1. Und wir natürlich gehen auch mit diesem Thema Datenübertragung beziehungsweise Datensammlung für ihn natürlich so um, dass wir sagen, wir würden ganz gern seine Daten auch anderen zur Verfügung stellen, damit Rückschlüsse daraus gezogen werden können. Wie hat sich seine Erkrankung in den letzten 3 Jahren bezogen auf Alter, Größe, Entwicklung und so weiter verändert? Wenn das dazu beitragen kann, dass jemand anders besser eingestellt wird, es neue Erkenntnisse gibt, möchten wir gerne dazu beitragen. Siehst du das Thema Datensammlung kommt schwierig, gerade wenn wir nehmen wir jetzt mal das Thema Corona auch noch dazu. Auch das ist ja etwas, was sehr umstritten ist gerade. Hältst du das trotzdem für wichtig, dass wir das tun? Wie ist deine Meinung dazu? Ich habe einen Vortrag von dem Zukunftsforscher Jansky gehört, Sven Gabor Jansky, der hat gesagt, Todesursache Nummer 1 in 5 Jahren wird der Datenschutz sein. Und ich finde, da hat er was Wahres gesagt. Wir diesen Gesundheitsdaten extrem kriegen, obwohl es auch da, glaube ich, riesige Befragungen gibt, die zeigen, dass Patienten eher bereit sind, Daten weiter als Ärzte oder Institutionen bereit sind, Daten zu sammeln. Ich glaube, Daten sammeln ist für uns Weg in die Zukunftsmedizin und hilft uns, gesünder, länger zu leben. Also mit Datensammlungen, hätten wir die Pandemie noch besser bewerkstelligen können weltweit, ja, als wir es jetzt könnten, weil dann hätte man die ersten Vorboten besser lokalisieren können. Also ich bin der Meinung, wir geben unbewusst so viele unserer Daten weiter. Wenn du oder wenn ich den Computer einschalten, sobald wir nur auch Google aufrufen, ja, wissen wir gar nicht, dass die Sachen, die wir da bekommen, praktisch, die bekommen wir ja nicht umsonst. Wir bezahlen nicht mit Geld, sondern mit unseren Daten. Währung, mit Daten zu bezahlen, ist im täglichen Leben für uns überhaupt kein Problem. Aber wenn es um unsere Gesundheit geht, mit diesen Daten umzugehen, dann tun wir das nicht. Das finde ich irgendwie schade. Ich meine, wenn du in dein Auto einsteigst, klebst du ja auch nicht das Armaturenbrett ab, bevor du losfährst. Ja? Und ne, das Armaturenbrett zeigt zahlreiche Daten, die dir helfen, dass du mit deinem Auto von A nach B kommst. Und wenn das Auto jetzt aus Datenschutzgründen nicht preisgeben wollte, dass der Benzintank leer ist, dann fändest du das nur beschränkt lustig. Ich glaube, das ist ganz wichtig, was du gesagt hast, dass es aus Patientensicht, also diejenigen, die betroffen sind und die vielleicht auch noch selber ihre Daten gern besser oder einfacher zur Verfügung stellen würden, weil sie sagen, wenn es dann auch noch anderen hilft, haben wir, glaube ich, so ein bisschen die Problematik, dass die Daten verwalten müssen und die verantwortlich gemacht werden müssen dafür, wenn das nicht gut klappt mit dem Thema Datenschutz, natürlich eine andere Einsicht haben als die Patienten, die gerne wollen, dass es besser wird und dass wir diese Daten auch noch anderen zur Verfügung stellen können. Glaubst du, dass dieses zur Verfügung stellen von Daten, du hast gesagt, das ist Todesursache Nummer 1, wenn wir das nicht tun, aber auch jetzt im Umkehrschluss dazu führen kann, dass wir hin zu einer noch besseren präventiven Medizin kommen. Du hast gesagt, wir hätten vieles verhindern können auch. Und dass das Thema, ich nenne es jetzt mal Präzisionsprävention, also noch gezielter in einzelne Bereiche zu gehen, wirklich auch über Daten kommen kann. Naja, wenn wir uns vorstellen, dass wir Real-World-Daten bekämen über Patienten und auch vor allen Dingen über Menschen, die Patienten werden. Ja? Also nehmen wir mal so ein Beispiel wie Typ-2-Diabetes, also eben Diabetes angesprochen hast, also eben nicht den Typ 1, sondern Typ 2. Das ist ja eine Krankheit, die sich entwickelt. Die sich auch entwickelt durch Lebensstil häufig. Wenn Absolut. man, ne, wenn wir jetzt viel mehr Daten hätten von Menschen, die irgendwann zum Typ-2-Diabetiker würden, über seine Zeit, bevor er oder sie Typ-2-Diabetiker würde, könnte man an Frühwarnsystemen erkennen, ah, das ist jemand, der das Risiko hat und könnte jemandem durch Lebensstiländerungen oder vielleicht auch durch eine milde Therapie schon helfen, den Typ 2 zumindest hinauszuzögern. Also insofern glaube ich, dass also für die Menschen selber präventiv unheimlich viel zu machen ist, wenn wir verstehen, wie es überhaupt zu einem Krankheitsgeschehen kommt. Und wenn wir darüber Daten haben, dazu müssten wir aber alle natürlich unsere Daten zur Verfügung stellen. Wir müssten alle Daten spenden. Und ich glaube, Daten spenden wird in Zukunft viel wichtiger noch.
oder zumindest genauso wichtig wie Organspenden, einfacher zu handhaben als Organspenden. Auf jeden Fall. Oder soll. Ja. Wenn ich auch denke, wenn man nicht nur präventiv denken, sondern auch, wir bekommen demnächst die E-Patientenakte, die Daten dürfen ja anonymisiert zur Verfügung gestellt werden für Forschung, aber eben nicht für die Pharmaforschung. Aber das sind diejenigen, die neuen Medikamente entwickeln, die dadurch Medikamente einfach schneller zur Marktreife bringen können. Finde ich eine Beschränkung, die uns in unserem in unseren Innovationen extrem einschränkt. Ich glaube, das ist also dieses Thema Datenschutz, da reden ja nicht nur wir beide jetzt drüber, sondern viele, viele weitere Experten, Ethiker und so weiter auch. Und ich glaube, dass es ein sehr sensibler Umgang mit Daten schon wichtig ist und das erfordert, aber dass wir eine Riesenchance vertun, wenn wir gerade in Deutschland mit dem Thema Datenschutz vielleicht nicht oder weiter so konsequent und so in eine Richtung denken, in der Einbahnstraße denkend nach vorne gehen. Deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass wir mehr Daten preisgeben und anonymisiert zwar, aber vielleicht mehr in Richtung Prävention oder eben auch in Richtung Entwicklung von den richtigen Medikamenten, die dahinter stehen. Wir machen alle Verlinkungen zu dir, also zu dem, was du tust, zu deinem Coaching, zu deinen Keynotes in die Shownotes. Ich würde auch jedem wirklich empfehlen, das habe ich im Vorfeld auch getan, sich mal den einen oder anderen YouTube-Film mit dir, von dir anzuschauen, weil es wirklich toll ist, auch so ein bisschen mal reinzuschnuppern in das Thema, wie gehst du auf der Bühne mit dem Thema um. Das fand ich extrem erfrischend, gerade auch das Thema Digitalisierung, jetzt nicht nur wegen des Roboters, also du spielst da auch schon noch eine Rolle, aber ich fand das extrem erfrischend, weil man einfach auch mal sieht, wie kann man dieses Thema angehen und wie kann man da auch Ängste und Hürden überwinden. Das haben wir ja vorhin schon auch gesagt. Und deshalb würde mich freuen, wenn der ein oder anderen das interessieren würde und dann eben auch nochmal mit dir in Kontakt tritt. Weil ich glaube, da haben wir das ist ein Teil dessen, was auch aus meiner Sicht zu einer flächendeckend guten Patientenversorgung beitragen kann, wenn wir dieses Thema einfach öffentlich machen und darüber reden und weiter die Menschen darüber informieren. Ich würde gern zum Schluss des Interviews, wir sind schon fast eine Dreiviertelstunde hier dran, noch mit dir, also mache ich eigentlich immer eine kurze Frage, kurze Antwortrunde machen, mache ich aber heute nicht. Ich würde dir gern 10 Begriffe nennen und würde ganz gern einfach einen kurzen, so den ersten spontanen Impuls von dir hören. Ich hoffe, das ist okay. Ja, klar. Okay, wir fangen an mit digitale Gesundheit. Macht Medizin menschlicher. Zukunftsmedizin. Müssen wir unbedingt anstreben, um länger gesund zu leben. Ausgleich. Braucht man nicht, wenn man alles, was man macht, mit Freude tut. Oh. Entwicklung. Jeder entwickelt sich immer weiter und das macht einfach viel Spaß, sich weiterzuentwickeln. Arzt und Unternehmer. Ich würde Ärzten gut tun, unternehmerisch zu denken. Vor allen Dingen sich mehr als Leister zu sehen und ihre Patienten als ihre Kunden zu betrachten, um die es sich lohnt zu kämpfen. Vision. Ich sage nicht den Schmidt-Spruch. Sag ihn trotzdem, damit es alle wissen. Ja, genau. Der Vision hat sollte zum Arzt gehen. Ja, genau, ja. Ich finde Visionen wichtig, aber sie sollten möglichst schnell in konkrete Ziele umgewandelt werden. Forschung begleitet uns das ganze Leben und der Grund, warum Medizin weiterentwickelt. Kommunikation? Ist das A und O? Muss ich doch sagen. Ja. Nein, also ich finde wirklich, an Kommunikation scheitern so viele Dinge. Kommunikation klingt einfach, ist aber kompliziert. Ich habe diesen schönen Satz von dir gehört, der ist, glaube ich, nicht von dir. Du hast, glaube ich, jemanden zitiert, der gesagt hat, man kann ja nicht nicht kommunizieren. Ne? Also deshalb. Politik? Ich bin ein absolut nicht politischer Mensch und freue mich aber gerade, dass Politiker, auch wenn sie
darauf ankommt, irgendwie gemeinsam nach vorne arbeiten. Und da passt das letzte ja wunderbar dazu, Corona. Corona ist ein schönes Bier. Das dürfen nicht immer nur, also wir müssen die Assoziationen mal auflösen. Schön, sehr gut, sehr gut. Ja, also dann treffen wir uns demnächst hoffentlich auch mal persönlich, Gerd, auf ein Corona-Extra, wo auch immer und wie auch immer. Wir sind ja räumlich gar nicht so weit auseinander. Ich sitze in Dortmund und in Köln, also von daher würde ich mich sehr freuen, wenn wir das irgendwann auch nochmal persönlich nachholen können. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit heute und für das tolle Interview, für die tollen Einblicke. Und ich glaube, man hört sehr raus oder man hat sehr gemerkt, wie sehr dir das Thema Patient, Kommunikation, Arzt, Digitalisierung am Herzen liegt. Und ich kann wirklich jedem nur noch mal empfehlen, sich mal ein bisschen mit dir zu beschäftigen und mit dem, was du tust. Denn ich glaube, von Menschen wie dir braucht es einfach ein paar, damit wir da auch eine gewisse Leichtigkeit in dieses Thema reinbringen, was uns als Deutsche nicht immer so leicht fällt, ja, das neue Dinge und Veränderungen so leicht anzunehmen. Also vielen, vielen Dank von meiner Seite. Für alle die heute mit dabei waren, danke, dass ihr wieder zugehört habt im Business Talk Podcast. Bleibt unternehmerisch. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und das letzte Wort hat wie immer mein Podcast-Gast. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dass ich hier mit dir meine Gedanken teilen konnte. Ich würde mich freuen, wenn wir alle daran arbeiten, die Medizin zukunftsfähig zu machen, damit wir eine präventive Medizin haben, eine menschliche und auch eine patientengesteuerte. Denn der Patientenwille und das Gute des Patienten, das sollte an oberster Stelle stehen. Hoffentlich bis bald.